Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch den Tee-Adventskalender von Frog Coffee. Den habe ich euch letztes Jahr und ich glaube davor das Jahr auch vorgestellt. Das ist ein Tee-Adventskalender und in jedem Türchen sind, glaube ich, 2 Beutel Tees. Ich habe hier sowas mitbekommen, genau 48 Teebeutel in 24 Sorten zum Teilen oder doppelt genießen. Hier ist eine Markenauswahl, also Markenvielfalt drin. Hier sind viele verschiedene Teemarken drin und Wechselcover, 2 Filztassen, Untersetzer und so weiter. Ja, gucken wir uns auf jeden Fall an, den Adventskalender. Und in diesem Video darf ich auch 2 Exemplare an euch verlosen. Ist das nicht mega? Und falls ihr jetzt Lust habt, bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. And me hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Und bevor ich jetzt starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal, ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Ja, der Tee-Adventskalender von Frog Coffee, der ist so mega cool. Ich liebe Tee. Ich bin absolut ein Teetrinker im Winter vor allen Dingen und deshalb freue ich mich hier drüber. Das Cover ist total niedlich, so sieht der aus. Wie gesagt, Frog Coffee hat mir 2 Adventskalender zur Verfügung gestellt für euch. Die werden dann von Frog Coffee an euch versendet. Da könnt ihr sehr gerne mitmachen. Und dazu schreibt ihr mir einfach eure Lieblingsteesorte in die Kommentare rein mit dem Hashtag Verlosung. Dann weiß ich, dass ihr teilnehmen wollt. Und 2 von euch haben dann die Chance auf ein Exemplar. Freue ich mich riesig drüber. Außerdem habe ich einen 15% Rabattcode bekommen, der ab 1.9. auf diesen Tee-Adventskalender gültig ist. Ich werde euch das unten in die Infobox rein verlinken. Da könnt ihr sehr gerne dann gucken und könnt den Kalender auch direkt darüber bestellen, wenn ihr haben wollt. Genau, und jetzt gucken wir uns den mal an. Der ist total süß und leicht. Tee wiegt natürlich nicht viel. Und ich glaube, der ist hier nochmal extra natürlich eingepackt. Der kam auch sehr schön. Ach, ist der süß. Da ist dasselbe Muster quasi nochmal drauf. Guckt mal. So sieht der aus. Und dann ist da ein Wechseldesign. Also da muss man jetzt hier immer quasi das Ganze einmal rumdrehen, damit man ein neues Bildchen erhält. Das ist süß, weil ich finde das so niedlich, weil hier unten ist eine Katze. Und durch die Katze finde ich das so schön irgendwie gemacht, so gemütlich. Hier sind 2 Filzuntersetzer mit dabei, also für die Tassen eben. Das finde ich auch total liebevoll, dass hier einfach ja 2 Untersetzer noch mit dabei sind, dass man seine Tasse da draufstellen kann. Abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. So, wir starten. Ich bin so gespannt, was hier für Sorten drin sind. Ich lege den Kalender mal lieber hin, weil ich das dann sonst nicht mehr reinkriege. Dann rutscht es runter, weil ich will es ja auch rumdrehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Lady Grey. Wie hat dir Lady Grey geschmeckt? Dann kannst du hier bewerten, wie dir der Tee geschmeckt hat. Und 10% Rabatt gibt es hier auch noch auf den Tee. Es sind immer so Rabattcodes dann drauf. Lady Grey von Twinings of London. Das ist, ich glaube, zittrig so ein bisschen. Das kommt in meine Teebox auf jeden Fall. Jetzt weiß ich gar nicht, wie rum das war. Es kommt in meine Teebox definitiv und dann kann ich mich da dran bedienen im Winter. Ist immer schön. Oder man kann halt auch verschenken, wenn man Sorten dabei hat, die man nicht so mag. Tür Nummer 2. Hier haben wir alpine Bergkräuter drin von... Ach, die kenne ich noch überhaupt nicht, von Teekanne. Das ist cool. Seht ihr, so kann man halt auch mal Tee kennenlernen, den man noch nicht kannte. Ich bin ja auch das, was das angeht, Teesorten. Könnte ich mir jede Sorte kaufen. Ich könnte ein Teehaus haben hier zu Hause, um ehrlich zu sein. Auch eine interessante Sorte. Also ich vermute, dass ich hier viele Sorten vielleicht noch gar nicht probiert habe. Jetzt weiß ich nicht, wie ist es denn richtig? Ich habe es jetzt falsch gemacht. Nee, es ist richtig. Ich sehe schon gleich, es gibt eh kein Bild bei mir. Das ist nichts für mich. Ich komme hier immer durcheinander. So, Türchen Nummer 3. Hier haben wir einen Charité drin. Und zwar einen schwarzer Tee aus indischem Darjeeling. Ich weiß nie, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall ist das schwarzer Tee von der Marke Charité. Mache ich jetzt einfach mal so. Dann haben wir Türchen Nummer 4. Zimtpflaume, oh mein Gott, das ist bestimmt lecker, Zimtpflaume, ich liebe sowas. Ich glaube, den kenne ich aber schon von Messmer. Ich bin mir ziemlich sicher, aber der passt super hier rein. Seht ihr, man muss ja auch keinen teuren, großen Adventskalender kaufen. Man kann ja auch einfach wie so ein Ritual hier draus machen und kann sagen, wir trinken einfach jeden Tag im Dezember eine Tasse Tee zusammen und schwätzen ein bisschen. Genießen vielleicht so ein bisschen auch einfach die
Ruhe zu zweit, keine Ahnung, das ist voll schön. Hier ist grüner Tee mit Nana-Minze drin. Das klingt nach einem Tee für mich. Ich liebe Nana-Minze. Und das ist von Bünding, Bünding-Tee. Auch wieder zwei Stück. Kommen wir zu 6 zum Nikolaus. Ich bin mal gespannt, ob die hier irgendwie was Special-mäßiges reingepackt haben. Love. Hier ist der Tee Love drin. Den kenne ich ja überhaupt nicht. Special Edition. Wie geil. Mit Granatapfel und Passionsfrucht. Den kenne ich überhaupt noch nicht von Teekanne. Das ist halt einfach auch was für Entdecker, muss man ja sagen. So, die 6. Wie rum kommt die? Die 6 kommt so rum. Kommen wir, also das war schon ein besonderer Tee, muss ich ehrlich sagen, den fand ich jetzt gut. Tür Nummer 7, das ist ein Schneemann. Kaskara und Chai-Gewürze, Bad Heilbrunner. Kaskara und Chai-Gewürze, Kaffeekirsche und Chai-Gewürze. Jo, den kenne ich auch noch nicht. Es tut mir so leid, im Hintergrund ist alles so laut. Ich hoffe, ihr stört euch nicht daran. Das sind die Nachbarn und ja, das ist leider so. Türchen Nummer 8, wo bist du? Was ist das? Der Orange Pekoe Tee. Kenne ich auch nicht, hört sich aber gut an. Orange Pekoe Tee, weiß ich gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall ist der von Windsor Castle. Sieht so England-mäßig aus. Orange klingt auf jeden Fall schon mal fantastisch. Und wie für mich gemacht. So, Türchen Nummer 9. Thank you. Ich finde das so süß, dass man das hier auch bewerten kann, dass man das dann da reinschreiben kann. Cleo. Cleo, thank you. Sternanis und Süßholz. Nee, lass mal. Das ist nicht ganz so meins. Die werde ich weitergeben. Türchen Nummer 10. Wintermagie von Mesmer. Das kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Mit Spekulatiusgeschmack. Doch, das kenne ich. Ist auf jeden Fall auch total lecker. Den habe ich ganz oft schon getrunken. Ja, hier ist wieder eine Katze, aber die macht jetzt was anderes, glaube ich. Ich bin mal gespannt, wie es gleich am Ende ist, das Muster. Das ist einfach liebevoll und süß gemacht. So, die Nummer 11. Grünteemischung, das passt mir sehr gut. Das ist von der Marke Gepa und es ist einfach eine harmonische Teemischung. Grüntee ist mein Lieblingstee. Ich könnte den literweise trinken. Also das schmeckt mir immer sehr gut und da bin ich ein absoluter Fan von. So, das doch 11, das kann schon so sein. Wir sind bei der Halbzeit angekommen. Schreibt mir gern in die Kommentare, wie ihr den Kalender bisher findet. Maple Syrup und Pecan. Okay, was das denn für eine Megasorte? Schwarztee. Das ist einfach hier, also das schmeckt wahrscheinlich dann wie ist das Pekannüsse? Ist es Nuss mit gemeint mit diesem Maple Syrup? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass der richtig gut schmecken wird. Trinkt ihr gern Schwarztee? Ich würde es mal gern wissen. Ich glaube, viele trinken auch eher Grüntee, oder? Also ich bin auf jeden Fall Team Grüntee. Das hier passt nicht. So, Tür Nummer 13. Mir ist gerade was Schreckliches aufgefallen. Ich habe es euch aber mit Sicherheit am Anfang schon eingeblendet. 18,49 Euro kostet der Adventskalender. Ich habe ganz vergessen, euch zu sagen, wie viel der Kalender kostet. Also 18,49 und dann rechne ich euch das auch gerade mal aus. Geteilt durch 24, dann wären das 0,77 Cent für zwei Teebeutel. Es tut mir so leid. Normalerweise vergesse ich das nicht. Aber mir ist es gerade irgendwie auch aufgefallen, dass ich gar nicht den Preis gerechnet habe. So, wir sind angekommen bei der Nummer 13. Ich habe es noch rechtzeitig gemerkt. Marzipan-Räubusch-Tee. Der sieht ja edel aus. Von Niederegger Lübeck. Okay. Der kann nur gut schmecken. Der ist auch richtig, guck mal, gold verpackt. Wie edel. Also spätestens jetzt habe ich richtig Lust, mir einen Tee zu machen. Vielleicht trinke ich heute Abend mal einen. Wer weiß. So, das war die 13, jetzt kommen wir zu 14, also ganz chaotisch, aber wisst ihr, woran das liegt? Mir ist hier so warm, weil ich die Fenster geschlossen halten muss, hier ist es wie in einer Sauna. Würde ich die Fenster offen lassen können, dann würde ich hier auch nicht so schwitzen. So, Tür Nummer 14, hier ist drin von Mesmer irgendwas und zwar Ingwer-Zitrone, oh, mega. Ingwer-Zitrone ist ein Kräutertee, finde ich richtig gut. Kommen wir zur 15, 15 ist einmal hier, Masala Chai-Tee. Ist das was für mich? Masala-Chai aus biologischem Chai-Tee einfach. Ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht so der Chai-Tee-Fan. Ich weiß, viele trinken das gern. Ich bin da nicht so der Fan von. Jetzt geht's weiter mit der 16.
16. Ich zeige euch gleich auch am Ende das Bild, wenn es was wird. In der 16 ist drin Ostfriesentee-Mischung. Yeah! Das ist, glaube ich, aber auch Schwarztee, aber Ostfriesentee schmeckt immer gut. Kräftige Schwarztee-Komposition. Ja, da macht man so ein bisschen Sahne, einen Schuss Sahne macht man da immer rein. Friesentee ist schön, ich mag Ostfriesland, ich würde so gerne da wohnen, ich finde das so schön. Hier haben wir Tür Nummer 17, Bio-Wintertee-Orange-Vanille. Ist ja auch interessant. Hier haben wir die Marke Bünding-Tee nochmal drin, oder doch, Bünding-Tee. Ist auf jeden Fall interessant. Orange-Vanille stand hier. Doch, Orange-Vanille. Ach, der schmeckt bestimmt super. Das ist, glaube ich, ein Kräutertee. Also hier liegen schon extrem viele Teesorten jetzt. Das finde ich, feiere ich total. Ich finde das richtig super. Ich will mal gleich gucken. Ich werde die, glaube ich, in so eine Goodie-Box packen, damit die da ordentlich drin liegen können. In der 18 haben wir Kurkuma und Holunder von Bad Heilbrunner. Das hatte ich schon mal und das war lecker gewesen. Den habe ich schon mal gehabt. Den gibt es auch in der Apotheke und in Drogerien und so. Küchen Nummer 19. Hier unten, da ist die Katze drauf. Fühl dich wohl, steht hier drauf. Ein Fühl dich wohl Tee. Und, auch der sieht aber auch interessant aus. Ausgleichender Kräuterfrüchte-Tee. Der sieht richtig interessant aus. Kommen wir zur 20. Wärmender Winterrollbosch. Rollbosch geht auch, finde ich. Der ist auch immer gut verträglich von Lebensbaum. Lebensbaum ist eine ganz tolle Marke für Tee. Kommt man im Reformhaus, Bioladen, wie auch immer, da gibt es diese Marke. 21 hat Cream Fresh Lemon Mint. Oh mein Gott. Den könnte ich mir vorstellen, kalt werden zu lassen. Von Julius Meinl. Grüntee, Zitrone, Minze. Sehr spannend. Die sind, also ich glaube, hier sind dieses Jahr mehr Sorten mit dabei, die mich persönlich ansprechen wie umgekehrt. Also letztes Jahr waren, glaube ich, ein paar dabei, wo ich gesagt habe, nee, das ist nicht ganz so immer mein Fall. Aber hier sind bis jetzt richtig krasse, gute Sorten drin. So, die 22. Immunsystem von Messmer. Den kenne ich nicht. Mit Vitamin C und B-Komplex, Apfel, Ingwer, Zitrone. Das ist gut. Gerade für den Winter ist das sehr gut. Nach einer Infektion zum Beispiel oder während einer Infektion ist das auch bestimmt sehr wohltuend. So, die 22. Jetzt kommen wir auch schon zur 23. In der 23 haben wir ein Earl Grey drin. Bin gespannt, was jetzt in der 24 drin ist. Hoffentlich so eine richtige... Ich weiß halt nicht, was wäre denn eine Krachersorte? Für mich sowas Richtiges mit weiß nicht, Winterpflaume und so haben wir ja schon. Zimtpflaume, Spekulatius haben wir schon. Also ist wirklich so von allem was. Bratapfel wäre vielleicht sowas für Weihnachten. Hier haben wir drin, ich habe es schon gesehen, der passt aber auch wirklich gut. Schneeträumchen, das ist dieser Himbeersahne-Baiser-Aroma von Teekanne. Der ist in der 24. Der schmeckt aber auch wirklich fantastisch. Den habe ich letztes Jahr hoch und runter getrunken. Der ist richtig, richtig lecker. So, meine Lieben, das war der Frog Coffee Tee-Adventskalender 2024. Dieses Bild ist jetzt da rausgekommen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie das andere aussah. Auf jeden Fall ist das hier jetzt irgendwie ein bisschen ruhiger. Ja, hier sind zwei Fenster, hier unten hängt die Katze jetzt. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Doch, gefällt mir. Also ich finde das auch schön, dass man das so drehen kann. Wirklich schön. Also den Kalender würde ich zum Beispiel auch der Oma schenken. Ich glaube, den bestelle ich auch für die Oma, weil dann kann sie ein bisschen Tee trinken. Und vielleicht fahre ich dann den einen oder anderen Tag mal hin und trinke mit ihr Tee. Das finde ich total süß. Also ich finde den toll. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Es sind richtig tolle Sorten mit dabei. Kann ich nicht anders sagen. Der Kalender ist gut. Ja, der ist gut. Und zusätzlich sind halt diese Untersetzer mit dabei für eben eine Teetasse. Ja, doch. Also ich kann nichts Negatives sagen. Mir gefällt der Kalender. Ich würde mir den auch selbst kaufen für den Dezember, weil ich halt eben ein Teetrinker bin. Ja, jetzt könnt ihr sehr gerne bei der Verlosung noch mitmachen. Wie gesagt, ich lasse euch den Link unten, den Rabattcode dafür, weil ihr könnt 15% Rabatt bekommen mit meinem Code. Und ich drücke euch die Daumen, wünsche euch ganz viel Glück und freue mich auf eure Kommentare. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und ich freue mich noch über ein Däumchen nach oben. Jetzt sage ich ciao, bis dann. Baby, this year is just gonna be you and me. Christmas memories.